So, und jetzt sind wir schon in der nächsten Folge. So, auf die Antwort der letzten Folge habe ich ja gefragt, was sage ich, wenn ich zum Beispiel irgendwas sehe, wie da hinten. Boah, da hinten kann man die Bäume sehen. Und das, was ich dann meistens immer darauf sage, ey, kann man den Todesstern von hier aus sehen? Das wäre voll geil. Das ist mein Running Gag. Minotauren, die gibt es hier unten. Den Schmiedegrund des kolovianischen Aufstands entdeckt. Ja, macht den Text noch länger. Je länger der ist, desto mehr verhaspel ich mich. Ja, der Todesstern war's. Ursprung auch bei Elder Force Online. What? Bei Elite Force. Punkt. Elder Force Online. Das ist auch ein geiles Spiel. Müsst ihr auch spielen. Elder Force Online. Nee, der Trendschuss muss es sein. Gut, ich spare die Dinger mal auf. Ja, interessant ist das ja hier nicht, ne? Das ist ja eigentlich nur eine Schmiedeplattform hier. Himmelsscheibe habe ich auch schon gefunden. Die, wie viele war es eigentlich? Na, die Hälfte. Gut, wir hätten die Hälfte hätten wir mal gerade erst. Was? Ein Dachs? Bei allem Respekt sind Dachse nicht eher andersfarbig und ein bisschen fälliger. Aber dass sie überhaupt Tiere hier einbringen, ist geil. Ei. Och Mann. Ach, Wölfe, dass ein Wölfe angreifen müssen. Das ist immer so. So, der wäre erledigt. Handwerksstil! Nehme ich gerne mit. Meine Bank ist voll von diesen Dingern. Ich muss mal die alle meinen Charakter mal beibringen. Meine Bank ist voll von den Dingern. Ich muss all meinen Charakter mal beibringen. Gut. Was hätten wir denn hier oben? Noch so Viecher? Ja, dreht sich. Das ist klar. Das dreht sich immer dann um, wenn ich diesen Trick machen will. Jetzt bin ich fast tot. Naja, nicht wirklich. Trotzdem ärgerlich. Hier ist ja eigentlich echt nichts, ne? Das ist, glaube ich, wirklich. Das könnte sogar die Grenze zu Cyrodiil sein. Also zum echten. Weil wir eigentlich nicht im echten sind, muss man sagen. Oh, Alter. Nee. Dann nehme ich den, fresse ich lieber Sturzschaden. Das. Och nee, ey, ernsthaft. Hier wimmelt es nur so von Gegnern.
Seht ihr, es geht nicht. Das ist unglaublich. Ich würde diesen Trick machen, aber es funktioniert davon nicht. Wie viele Gegner gibt es hier eigentlich, ey? Das ist doch nicht mehr normal. Aber schöner Meerblick hat man hier. Was kann man denn da hinten sehen? Oh! Ich gucke in die Richtung. Das könnte das sein, was auch immer das ist. Das könnte Augwea sein da hinten. Ich glaube, das müsste Augwea von der Insel sein. Augwea ist auch so die Insel, wo der Meister der Zauberei sich versteckt hält mit seiner Magiergilde im wahrsten Sinne. Sonne knallt mir ins Gesicht. Ey, die haben echt einen Scheißeffekt auf meinen Charakter. Wo es hier wohl lang geht? Also, im Moment holt sich gerade, oh ey, ernsthaft, ist mir ein bisschen zu viel Gegner auf mir. Ja, ernsthaft. Also im Moment holt sich DB ein paar Minuspunkte in Sachen Gegneranzahl auf dem freien Feld und... Ja, es ist einfach nur eine Landschaft gerade. Heißt, du würdest die nächste Quest erst ab Stufe 2 der Dunkle Bruderschaft bekommen. Habe ich das nicht schon? Was zum Henker war das gerade für eine geile, geile Sicht. Schwierig. Ich müsste dafür dann ja wohl morden, ne? Wir können ja das Litanei des Buches mal durchgehen, aber ich will erstmal die grundlegenden Gebiete von der Goldküste mal abgehen, damit wir mal alles gesehen haben. Das sind Sonnenblumen, ne? Guckt euch die an. Alter. Übrigens, ich habe die Grafik auf Maximum. Das sind Sonnenblumen. Gott, sind die hässlich. Naja, sie geben sich Mühe. Wölfe, echt. Klingt wie Hunde. Du scheiß Flusstroll.
Trolle. Scheiß Gegner. Ja, geil, die Nase ist wieder dicht. So mag ich das, wenn das also anfängt. Krass. Die Gräser und Items haben mich... Items. Die Gräser haben sie, und Sonnenblumen haben mich gerade an ein Items aus Star Trek Voyager Elite Force erinnert, weil da drehen sie sich nämlich auch so im Kreis. Genau so. Das gab es nämlich da auch. Übrigens auch in der gleichen Auflösung. Und in der gleichen Grafik. Damals dürfte aber die Havoc Engine noch nicht existiert haben. Es gibt Bier zu tun. Habe ich gerade verstanden. Ah, was gibt's denn noch als Quiz, was man machen kann? Schwierige Frage für alle, die es nicht wissen und nur schätzen können. Und ich kann es eigentlich auch nur noch grob schätzen, aber ich weiß ungefähr welchen Zeitrahmen. Wann habe ich das Mikrofon hier bekommen? Das ich übrigens jetzt immer noch habe. Bekommen. Wann habe ich es mir gekauft? So muss ich das sagen. Monat und Jahr bitte. Tag weiß ich nicht mehr. Hier ist auch nichts. Weitere Minuspunkt. Ich weiß, warum hier so wenig Spiele sind. Die gehen einfach durch, machen das kurz und sind dann wieder weg. Mutter, ja. Ich habe Silie ins Meer geschubst, aber nicht, um ihr das Kleid zu ruinieren. Weißt du, ich habe eine Nixade gesehen, als wir auf dem Weg zum Strand waren. Celia erzählt mir immer wieder, dass es falsch sei, sich davon zu schleichen. Und das tat sie ziemlich laut, womit sie den Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Du weißt ja, wie Nixaden sind. Sie reißen wichtigere Kinder in die Augen heraus und wälzen sich dann im Mondzucker. Ich musste das was unternehmen, damit die Nixade Celias Augen nicht zum Leckerbissen verarbeitete. Zuerst kam mir die Idee, ihr am Haar zu ziehen. Ich sah, wie die Nixade kicherte, aber Celia rannte und schrie herum, was ich für einen Ärger bekommen würde. Das verärgerte die Nixade, also jagte ich hinter Celia her. Ich holte sie bei der kleinen Anhöhe am Meer ein und kniff sie in die Arme. Ich dachte, wir wären endlich sicher, doch dann sagte sie, ich werde Mutter erzählen, was du gern daran hast und du wirst sicher Ärger bekommen. Oh Gott, was für eine Stimme. Ich konnte das Flügelschlagen der Nixade hören. Wenn man sie hören kann, bedeutete das, dass sie wütend sind. Was konnte ich also tun? Schließlich schubste ich sie. Sie fiel ins Meer, patschnass und hustend. Die Nixade lachte so sehr, dass sie aus der Luft fiel. Celia heulte den ganzen Weg nach Hause. Ich ließ sie laufen. Ich weigerte mich noch, sie auch nur einen Schritt zu tragen. Das reichte aus, um die Nixade zufriedenzustellen. Mutti, ich gebe zu, dass ich grausam zu Celia gewesen bin, aber das war das Einzige, was ich unternehmen konnte, um sie zu beschützen. Ist es nicht das, was du immer beigebracht hast, für meine kleine Schwester einzustehen? Deine dich liebende Tochter. Nett. Nette Geschichte. Kann ich mir gut vorstellen, dass sowas passiert. Uhr. Inner. Belassen wir es dabei, inner. Ne, erstmal deine Ecke. Da ist auch nochmal was zu sehen. Oder auch nicht. Weiß man nicht. So, also, ich warte noch auf eine Antwort.
Wann habe ich das Mikrofon gekauft? Welches Jahr? Welchen Monat? Schreibt's in die Kommentare. Diese scheiß Hunde, ne? Also Wölfe, meine ich. Geh mal so auf den Sack. Aha, da ist doch noch was. Aber leider auch nicht so viel. Aber immerhin etwas. Das Kunsthandwerkerlager am Street entdeckt. Am Street. Gibt es auch eine Erklärung dafür? Doch nicht mal ein Text, nix. Einfach nur am Street. Bedarf an irgendetwas? Ja, an Erleuchtung bitte. Ja, okay. Nächste Folge.